So, heute widmen wir uns mal den Buchungen beim Anlagevermögen. Beispiel wäre die Anschaffung eines Transporters. Die Buchungssätze sind jetzt nicht so gravierend, unterschiedlich zu denen, die wir schon kennen. Also schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Also, Lukas, kennen wir schon aus dem Beispiel der Zession. Der kauft jetzt bei einem Händler, schließt einen Kaufvertrag ab und kauft beim Händler einen Transporter. Okay. Der Händler hat ihm dann jetzt eine Rechnung geschrieben. Schauen wir uns die Rechnung mal an, wie die aussieht. Okay. Also, was haben wir hier drin? Wir haben hier jetzt einen Transporter oben drin mit 31.200 Euro. Das ist der Nettobetrag. So viel kostet der Transporter. Und dann haben wir noch Überführungskosten drin. Die fallen noch zusätzlich an. Also, das hier wäre der Anschaffungspreis, 31.200. Und dann haben wir noch die Überführungskosten. Das wären Anschaffungsnebenkosten. Das ergibt dann eine Summe zusammen von 32.000 Euro. Ja, das ist der Nettobetrag. Dann kommt noch eine Umsatzsteuer obendrauf und dann sind wir bei 38.080 Euro. Jetzt müssen wir mal anschauen, wie wir den ganzen Betrag verbuchen. Die Endsumme brutto 38.080, das wissen wir ja schon, das ist eine Verbindlichkeit. Das schuldet der Lukas ja dem Händler. Na? Das ist die Verbindlichkeit. Das wird also unser klassisches 4400 Verbindlichkeiten aus Lieferung Leistung Konto berühren. Ja? Da müssen wir diese 38.080 Euro einbuchen und dann haben wir hier noch die Zwischensumme netto und da müssen wir dann mal überlegen, wo wir das verbuchen. Ja? Und wir haben noch die Umsatzsteuer. Jetzt überlegen wir mal. Der Transporter, das gehört ja nicht zum Umlaufvermögen. Wir wollen das ja auch nicht, wollen ihn ja nicht weiterverkaufen oder weiterverarbeiten, sondern das wird zum Anlagevermögen gehören. Ja? In der Aktivseite der Bilanz, Sachanlagen, da finden wir hier ein schönes Konto 0840 Fuhrpark. Ja? Und da können wir quasi den Transporter können wir da einbuchen, ja, und zwar mit den 32.000 Euro, ja, okay. Jetzt haben wir schon mal die Konten, die wir quasi brauchen, genau, jetzt verbuchen wir die Rechnung. Jetzt schauen wir uns das mal an. Also, den Transporter, den buchen wir jetzt auf dem Konto Fuhrpark in Soll, ja, und zwar mit den 32.000 Euro, ja, okay, das sind Überführungskosten, sind dabei. Komplett Transporter und die Überführungskosten, das gehört alles zusammen. Ja, das ist die Anschaffung in unserem Fuhrpark, in unserem Anlagevermögen. Dann müssen wir jetzt noch die Umsatzsteuer verbuchen. Das kommt ganz normal auf unser Vorsteuerkonto, 2600 Vorsteuer. Verbuchen wir die Vorsteuer und den ganzen Betrag, den Bruttobetrag, den schulden wir. Das ist also unsere Verbindlichkeit. Ich glaube, das ist noch relativ klar. Was der Buchungssatz, was wir gemacht haben, das einzige Konto, was neu ist hier unser Konto Fuhrpark. An die beiden anderen Konten kennen wir schon. Okay, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wenn wir jetzt die Rechnung bezahlen wollen. Wie gehen wir jetzt da vor? Also, wir hatten hier die Rechnung gehabt und unten stehen ja manchmal so Sätze dabei, wie hier zahlbar innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto innerhalb von 30 Tagen Nettokasse. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir die Rechnung innerhalb von 14 Tagen mit 2% Skonto zahlen. So, das heißt, wir haben jetzt zwar eine Rechnung in Höhe von 38.080 Euro verbucht, ja, aber wir werden diese Rechnung in dieser Höhe nicht zahlen. Wir ziehen 2% Skonto ab, weil wir ja rechtzeitig die Rechnung zahlen. Okay, das heißt, das müssen wir jetzt quasi bei unserer nächsten Buchung, bei der Buchung der Rechnung, müssen wir das berücksichtigen. Okay? Also, schauen wir uns mal an, was wir jetzt buchen müssen. Also, wenn wir die Rechnung bezahlt haben, gibt es keine Verbindlichkeit mehr. Das heißt, die Verbindlichkeit buchen wir mit dem vollen Betrag aus, mit 38.080. Jetzt überlegen wir, was zahlen wir eigentlich an der Rechnung? Was müssen wir als Rechnung bezahlen? Ja? Also, schauen wir uns mal an. Das sind 38.080 Euro. Davon ziehen wir die 2% Skonto ab. Das sind 761,60 Euro. Und das heißt, zu zahlender Betrag sind nur 37.318. Ja? Das heißt, von unserem Bankkonto, 2800 Bank, gehen 37.318 ab. Und die Verbindlichkeit haben wir mit 38.080 quasi
ausgebucht. Das heißt, wir haben hier jetzt eine Diskrepanz. Ja? Das ist der Diskrepanz von dem Skonto-Betrag. Das heißt, wir haben in der Bilanz im Fuhrpark einen etwas zu hohen Betrag eingebucht. Ja? Weil wir, als wir die Rechnung verbucht haben, haben wir das Konto nicht berücksichtigt. Und jetzt müssen wir quasi hier noch eine kleine Berichtigung machen. Ja? Also in die 761,60 Euro von dem Skonto-Betrag. Da ist die Mehrwertsteuer drin. So, das sind also 119%. Jetzt wollen wir wissen, was war der reine Warenwert, also ohne die Mehrwertsteuer. Das heißt, wenn wir 761,40 Euro wissen, wir sind 119%, dann wissen wir am Dreisatz auch, dass 100% 640 Euro sind. Und das ist der Warenwert. Um so viel haben wir quasi den Transporter billiger bekommen, weil wir das Konto in Anspruch genommen haben. Das heißt, wir müssen den Fuhrpark auch um diese 640 Euro berichtigen. Ja? Und auch die Vorsteuer, das Vorsteuerkonto müssen wir auch berichtigen. Das sind die 121,60 Euro, das sind die 19% von diesem Betrag oben. Den müssen wir auch noch berichtigen. Vorsteuerkonto müssen wir auch noch berichtigen mit den 121,60 Euro. Also lautet unser Buchungssatz 4400 Verbindlichkeiten an 2800 Bank, 0840 Fuhrpark, 2600 Vorsteuer.